Herr Präsident, Frau Ministerin Klöckner, meine Damen und Herren! Wir beraten heute hier 5 Anträge, die alle das gleiche Ziel haben. Hilfe für den Wald. Also über die Diagnose besteht Einigkeit. Der Wald ist notleidend und bedarf einer Therapie. Die in den einzelnen Anträgen genannten Therapievorschläge sind zu einem erheblichen Teil ähnlich. Also auch über das Ziel sind wir uns einig. Wir wollen zukünftig und langfristig gewährleisten, dass der Wald seine positiven Funktionen für die Menschen, für die Tier- und Pflanzenwelt weiterhin erfüllen kann. Da sind zu nennen: Erstens, der Wald ist ein unverzichtbarer Klimaschützer. Zweitens, er ist ein unverzichtbarer Wirtschaftsfaktor. Drittens, er ist unverzichtbar für eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt. Viertens, er ist Erholungsfaktor für die Menschen. Fünftens, er ist Bestandteil einer durch Menschen gestalteten, liebenswerten und abwechslungsreichen Kulturlandschaft. Bei so viel Gemeinsamkeit muss es möglich sein, die erforderlichen Mittel aufzubringen, um den Wald gesund zu pflegen. Pflege kostet Geld. Wer wüsste das nicht hier im Hause? Die Herren Schirnbeck und von der Marwitz, beides Herren mit hoher Kompetenz für den Wald, sprechen von 2,3 Milliarden Euro, die kurzfristig bereitgestellt werden müssen. 2,3 Milliarden Euro. Wofür? Für 2 vorrangige Maßnahmen. Erstens, für das zeitnahe Herausschaffen des Käfer- und Sturmholzes aus dem Wald. Zweitens, für die Wiederaufforstung von 110.000 Hektar Kahlflächen. Ministerin Klöckner hat im September ein Wiederaufforstungsprogramm angekündigt. Wo bleibt es, Frau Ministerin? Nur ein lebender Wald und wachsende Bäume erfüllen die Klimaschutzfunktion des Waldes. Das Schadholz muss schleunigst aus dem Wald entfernt werden. Ab 12 Grad plus wird der Borkenkäfer wieder aktiv und befällt weitere gesunde Bestände, wenn nicht das befallene Holz bis zum 1. April entfernt ist. Das meiste Schadholz liegt oder steht noch im Wald. Um diese eminent wichtige Aufgabe rasch zu realisieren, fordert die AfD-Fraktion eine Soforthilfe in Höhe einer kleinen zweistelligen Eurosumme pro Festmeter Schadholz für die Waldbesitzer. Es muss endlich etwas ankommen bei den Forstbetrieben, analog der Dürrehilfe im vorigen Jahr. Georg Schirnbeck, der Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates, sprach bereits am 12. April 2019 von einer Soforthilfe für den Wald und die Waldbesitzer von jährlich 100 Millionen Euro. Das war vor dem trockenen Sommer 2019, der die Schäden am Wald drastisch vergrößerte. Armin Laschet, Ministerpräsident in NRW, hat diesen Appell aufgegriffen. Er hat schon für 2019 10 Millionen Euro als Soforthilfe für die Waldbesitzer in NRW bereitgestellt. Er hat ausdrücklich vermerkt, dass diese Finanzhilfe in gleicher Höhe in den nächsten Jahren fortgeführt wird. Herr Kollege von Gottberg, achten Sie bitte darauf, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Bitte kommen Sie zum Schluss. Ich bin fertig, Herr Präsident. Möge die Bundesregierung an diesem Beispiel sich orientieren. Danke. Hatte ich nicht gesehen.